Hallo, meine lieben Kreativen. Meine Kleine steht gerade am Balkon mit ihrem Wasserpfützen-Dingenskirchen. Deswegen habe ich gesagt, komm, machst du schnell das Video, weil dann ist es nämlich abgedreht. Und, ne? Gut ist. Ich möchte mit euch heute eine Anti-Stress-Karte machen. Natürlich in Form einer ATC. Das Ganze schaut so aus und man sieht es vielleicht, das sind diese Luftpolster-Bubbles, ne, wenn man da irgendwas verpackt oder was, ne, ihr wisst, was ich meine. Im Endeffekt total simpel, total einfach. Ich möchte aber trotzdem euch ein bisschen inspirieren. Ich habe hier ein, ja, ne, war ja nichts, ist ja nichts bei, ne, ist ja nur die Luftpolster-Bubbles. Deswegen habe ich gesagt, nimmst einen bunten Aufleger. Der hat meine. Also mein Aufleger hat die Maße von 6 x 8,5 cm und dann ein ganz normalen Ding, ATC mit 2,5 x 3,5 Inch. Und das muss ich jetzt ein bisschen präparieren. Dann habe ich hier so ein Stück, ja, Restepapier passend zur Farbe. Und das tue ich mir jetzt erstmal auf 2,5 cm schneiden. Ich überlege gerade, wobei das hier vielleicht da ein bisschen kürzer ist. Weil ich muss ja noch ein paar machen. Ich hoffe nur. Muss ich mal gucken, ob das langt. Ja, das langt. Also ich habe es auf 2,5 cm geschnitten. Und das klebe ich mir jetzt dann so hier hin. Also ich mache mir jetzt doch mal so Kleber hin. Nächste ATC ist da unten drunter. Schauen, ob ich das vielleicht auch noch zeitlich schaffe, ein Video davon zu drehen. So, das richte ich mir jetzt ein bisschen aus. Ich will das ja so ein bisschen schräg haben. Das ist schön am Flüssigkleber. Und den Rest schneide ich mir einfach ab. Zap, zap. Dann schreibe ich einfach wieder an dem Feinliner Anti-Stress-Karte drauf. Natürlich könnte man das stempeln oder so. Aber geht auch so. Anti-Stress-Karte. So. Dann klebe ich mir den. Wieso schmiert denn das jetzt? Ach, ich hatte ja vorhin. Ja. Ich hatte ja vorhin an meiner. Schaut jetzt merkwürdig aus, aber ich hatte an einer Vintage ATC gebastelt. Die liegt da unten drunter. Will ich euch. Obwohl, kann ich euch zeigen. Wobei ich da auch noch eine Anleitung machen möchte. So. Okay. Dann braucht ihr Bubbelfolie, logisch. Und doppelseitiges Klebeband, am besten durchsichtig. Und da schneide ich mir so 4 kleine Stückchen ab. Ich habe das mit Fotoecken probiert, aber die Fotoecken sind leider Gottes weiß. Ne? Es geht auch mit Glue Dots. Alles, was halt ein bisschen durchsichtig ist. Und dann mache ich mir einfach in die Ecken jeweils so ein Eckchen. Das langt ja. Ich hoffe, man sieht's. Ja, und ich fand es halt so cool, dass ich gesagt habe, okay, machen wir halt eine Anleitung dazu. Inspirieren lassen habe ich mich von Wenn-Büchern. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Ne, diese Wenn-Bücher. So. Dann nehme ich meine Bubbelfolie. Wobei mir gerade auffällt, aber ist ja auch wurscht. Leg die da drauf, schau, dass das überall abdeckt und schneide die mir dann zu. Lässt sich ein bisschen schwierig zuschneiden an manchen Stellen. Da, das ist halt immer wieder den Bubbles da, ne? Und im Endeffekt ist unsere, ja, Anti-Stress-ATC fertig.
Total simpel, total einfach, aber ich finde cool. Ne? Habe ich jetzt noch nie gesehen, so eine Art der ATC. Jetzt kann man sich dann da hinstellen und bubbeln. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich bye bye, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und ja, bleibt gesund.